Hallo, hier ist Karl, der Landschaftsbauer, und heute pflanzen wir beim Kunden eine frei wachsende Hecke und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir gehen die Arbeitsschritte der Reihe nach durch und sagen euch genau, was dabei zu beachten ist. Die Hecke soll hier eine grüne Grenze zum Nachbargrundstück darstellen und vor neugierigen Blicken schützen, aber auch zur natürlichen Einfriedung dienen. Da genug Platz ist, kann anstatt einer geformten eine frei wachsende Hecke gepflanzt werden. Bevor wir anfangen, die Hecke zu setzen, lassen wir uns natürlich vom Kunden die Grenze zeigen. Bei größeren Baustellen lassen wir dafür auch schon mal einen Vermesser kommen. Denn Rechtsstreitigkeiten unter Nachbarn ist nun wirklich etwas, was zu vermeiden ist. In den Nachbarrechtsgesetzen gibt es zudem für die Bundesländer genaue Vorschriften über die Grenzabstände bei Anpflanzungen. Grundsätzlich dürfen in einem Grenzstreifen von einem halben Meter keine Gehölze angepflanzt werden. Aber kleiner Tipp: Am besten ihr einigt euch mit eurem Nachbarn und pflanzt eine gemeinsame Hecke. Genau auf der Grenze, dann sind alle zufrieden und man spart sich Platz, Arbeit und Ärger. Wir markieren uns den Heckenverlauf mit Maurerschnur und fangen an, die Grasnarbe entlang der Schnur abzustechen. Achtet darauf, dass die Heckenpflanzen auch gut zwischen die Schnüre passen. Unser einreihiger Heckenstreifen wird 50 cm breit. Die Hecke muss zwar nicht unbedingt schnurgerade sein, in diesem Fall ist es jedoch leichter zu pflegen, da beidseitig der Hecke jeweils Mähroboter eingesetzt werden und die Leitungen teilweise schon verlegt sind. Wir stechen uns nun den Rasen in unserem Heckenstreifen in schaufelgroße Quadrate ab. Dann kann mit dem Abplacken, also mit dem Entfernen der Grasnarbe, begonnen werden. Ist der Pflanzstreifen komplett hergestellt, kann mit dem Auslegen der Heckenpflanzen begonnen werden. Unsere Hecke besteht aus 6 verschiedenen Gehölzen. Zum einen haben wir Feuerdorn, botanisch Pyracantha coccinea, Sorte Red Column. Wird ca. 2,5 Meter breit wie hoch, ist immer grün, hat weiße Blüten sowie später leuchtend roten Fruchtschmuck und eine gute Frosthärte. Dann haben wir den Liguster, also der heimische Ligustrum vulgare. Er kann bis 5 Meter hoch werden, bleibt meist wintergrün und weiße Rispenblüten und später schwarze Beeren schmücken das Gehölz. Dann die Kupferfelsenbirne, Amelanchier lamarckii, wird ca. 5 Meter breit wie hoch, ist sommergrün und bildet viele sternförmige Einzelblüten. Die blau-schwarzen kleinen Beeren sind essbar und sehr schmackhaft. Dann haben wir Weißdorn, Crategus monogyna, der bis 6 Meter hoch wird und im Frühsommer schön weiß blüht und später rote essbare Früchte sowie eine gelbe Herbstfärbung ausbildet. Bonus Mars, die Kornelkirsche, darf natürlich nicht fehlen. Dieser sommergrüne Großstrauch blüht sehr schön gelb bereits vor dem Laubaustrieb und sorgt so nochmal für Abwechslung. Die essbaren roten kleinen Früchte zieren den robusten Strauch im Herbst. Und zu guter Letzt der Schneeball, Viburnum opulus, der bis 4 Meter groß wird, mit tollen weißen Schirmrispen blüht. Zusätzlich sorgt er in der tristen Jahreszeit mit schönen roten Früchten für Winterschmuck. Die verwendeten Sträucher bieten das ganze Jahr über Blüten und Fruchtschmuck, was natürlich optisch interessant ist, aber auch die Entwicklung nützlicher heimischer Insekten und Vogelarten unterstützt. Wir legen alle Pflanzen aus und achten dabei auf Standortgegebenheiten. So setzen wir den Weißdorn beispielsweise eher in den Halbschatten, da dieser damit besser klarkommt. Günstige Pflanzzeiten sind bei laubabwerfenden Gehölzen entweder vor dem Laubaustrieb im Februar-März oder nach dem Laubfall im Oktober bis November. Das gilt für Wurzel- oder Ballenware. Wir haben hier Containerpflanzen, die kann man eigentlich immer pflanzen, ist aber eine Kostenfrage. Unsere Sträucher sind bereits 150 bis 175 cm groß, da der Kunde möglichst schnell eine große Hecke haben möchte. Wir pflanzen hier einreihig, man kann auch zweireihig versetzt pflanzen. Doch wir wollen nicht unnötig in die Breite gehen. Der Abstand der ungleichmäßig abgewechselten Gehölze ist ca. 1 Meter und sind alle Pflanzen ausgelegt und passen die Abstände, kann das Pflanzen begonnen werden. Aufgrund der großen Abstände pflanzen wir jedes Gehölz einzeln. Bei Hecken mit 2 Pflanzen pro Meter oder mehr sollte ein Pflanzgraben hergestellt werden.
Das Pflanzloch sollte größer als der Ballen sein, damit der Boden um und unter der Pflanze gelockert werden kann. Gegebenenfalls kann hier auch zusätzlich Humus oder Kompost zur Bodenverbesserung eingearbeitet werden. Als Bodenzwischenlager verwenden wir die Schubkarre, so bleibt der Rasen der Kunden schön sauber. Nach dem Einsetzen der Pflanze ist das Pflanzloch lückenlos mit Boden aufzufüllen und anzutreten, während die Pflanze ausgerichtet wird. So gehen wir für die gesamte Hecke vor. Die Düngung mit Hornspänen hat sich bewährt. Diese werden von Bakterien zersetzt und geben dann den Stickstoff über längere Zeit an die Pflanze ab. Die Hornspäne werden breitwürfig direkt auf den Boden um die Gehölze aufgebracht. Aus pflegetechnischen Gründen wird der Heckenstreifen noch mit unkrauthemmendem einfachen Mulch ökologisch abgedeckt. Dieser sorgt auch dafür, dass der Boden nicht so leicht austrocknet und die Hornspäne gut zersetzt werden können. Jede Art von Mulch oder Holzhäcksel kann hier verwendet werden, Kiefernrindenmulch hält etwas länger. Wenn die Heckensträucher wachsen und dichter werden, wird es unter der Hecke so schattig, dass kein Unkraut mehr wächst und auch kein neuer Rindenmulch aufgebracht werden muss. Wir schneiden die Gehölze jetzt noch etwas und nehmen Quertriebe aus der Pflanze. Dieses Auslichten dient dem Pflanzenschutz, denn scheuernde Quertriebe können Fehlwuchs und Krankheiten fördern. Ein Pflanzschnitt ist zusätzlich förderlich und sollte insbesondere bei Wurzel- und Ballenware vorgesehen werden. Damit ist unsere Hecke fertig und muss jetzt täglich gut gegossen werden. Freiwachsende Hecken erfüllen ökologische Aufgaben in Gärten, bilden naturnahe Lebensräume und sind ein wichtiger Bestandteil der Garten- und Landschaftsgestaltung. Weitere Heckenpflanzen, die ihr verwenden könnt, sind zum Beispiel Schlehe, Wildrose, Holunder, Flieder, Brombeere oder Himbeere. Freiwachsende Hecken werden oft auch in Parks eingesetzt und sie müssen nicht durch regelmäßigen Schnitt geformt werden. Ein Auslichtungsschnitt erfolgt nur alle 3 bis 4 Jahre. Zur Verjüngung sollten die Heckensträucher alle 8 bis 15 Jahre auf den Stock gesetzt, also kurz über dem Boden abgeschnitten werden. So, nun hoffe ich, unser Video hat euch gefallen und vielleicht geholfen, falls ihr auch eine Hecke pflanzen wollt. Produkt- und Pflanzenlinks findet ihr in der Videobeschreibung. Bitte schaut auch auf unserem Kanal vorbei, dort gibt es viele Videos zu Projekten aus dem Garten- und Landschaftsbau. Unsere neue freiwachsende Hecke werden wir in einiger Zeit wieder zeigen, um zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Mit einem Abo unterstützt ihr unsere kostenlosen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Deine Landschaft ist dein Lebensraum. Ich bin Karl, der Landschaftsbauer.